Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Rüdiger. Nachdem wir im Regen seinen Teich mit ein bisschen Regen seinen Filter geblockt haben, die Wasserwerte, jetzt endlich hat es aufgehört zu regnen. Ja. Menschen, die so eine Filterkammer haben, so sauber, so ordentlich, weiß ich immer eins. Sie messen regelmäßig. Sie haben in der Regel ein Buch oder eine Excel-Tabelle oder beides oder irgendeine kleine App, die es ja mittlerweile auch von mehreren Herstellern gibt. Da wird alles fein säuberlich dokumentiert. Und so auch wahrscheinlich bei dir. So ist es. Wie oft misst du? Einmal die Woche, meistens am Samstagvormittag. Jetzt machst du es am Samstagabend, einen pH-Wert vormittags und dann bist du auf der richtigen Seite. Okay. Die Zeit, die Uhrzeit der Wassernahme ist ganz wichtig. Warum? Abends zeigt mein Teich, was stickstoffmäßig los ist, wenn ich einen Tag lang gefüttert habe. Klar, wenn der Teich das oder wenn der Filter das über Nacht dann verstoffwechselt und morgens nichts mehr da ist, ist das auch schön. Aber ich will ja auch wissen, welche Spuren an Ammonium und Nitrit ich meinen Fischen abends zumute. Ich kenne Anlagen, da schießt es abends auf auch eingefahrene Anlagen auf 0,3, 0,4, 0,5 hoch und bis morgens ist es dann weg. Aber die 0,3, 0,4, 0,5 will ich ja abends auch nicht. Und manchmal kann man das schon dadurch erledigen, dass man dann die Pumpenleistung tatsächlich erhöht, dass ein höherer Ding stattfindet. Die Anlage wurde wann besetzt? Letztes Jahr am 4. August. 4. August. Ja. Und dann hast du eigentlich erstmal Kackwasserwerte gehabt, stimmt's? Richtig. Nitrit ging durch die Decke. Ammonium, ja, alles Müll. Obwohl noch eingefahrenes Helix da war von der alten Filteranlage. Aber es lief halt nicht. Aber Rüdiger hat dann alles richtig gemacht. Zum Wohl seiner Fische. Und darum sind die auch heute so toll und so gut durch den Winter gekommen. In welchen Temperaturen hast du deinen Teich überwintert? 22 Grad mit der Wärmepumpe und abgedeckt. So. Und das ist das Beste, was sie machen können. Wie die Koi lieben Filterbakterien Wärme. Und gerade wenn noch wenig Filterbakterien da sind, ich möchte, dass sie möglichst häufig und möglichst effizient verdoppeln. Was mache ich dann? Ich gebe ihnen das, was sie brauchen. Wärme und Futter. Und Futter. Weil ohne Futter geht es auch nicht. Und so kann er jetzt eine vernünftige Saison starten und hat das gemacht, wie viele andere es in solchen Momenten machen, dass man es einfach kalt lässt und dann hofft und betet und sagt, ach, und jetzt ist ja eh nichts. Dann haben die Koi einen Winter lang scheiß Wasserwerte. Und im Frühjahr, jetzt, wenn man mit dem Hobby anfangen will, beginnt die Katastrophe. Ja. Bis wann waren denn deine Ammonium- und Nitritwerte so, dass du gesagt hast, juhu? Eigentlich nach 2 Monaten. Nach 2 Monaten. Ja. Dann es hat ein bisschen gebraucht mit dem Helix, aber du sagst, ich habe den auch noch mal wieder zugekippt. Mhm. Und wie schnell sich das dann doch wieder besiedelt hatte. Aber also du hast nicht mit Filterstarter und so Mist hast du nicht gearbeitet? Nein, halte ich nichts von. So nämlich. Endlich sagt es mal ein anderer und nicht nur ich. Schön. Dann hast du aber auch interessanterweise Bakteriologie gemacht. Du hast also Keimzahlbestimmung hier gemacht, richtig? Ja. Und an einem Tag an 2 Labore geschickt. Und wie viele Ergebnisse gekriegt? Es war unterschiedliche Ergebnisse. Können wir auch gerne nachher noch zeigen. Stark unterschiedlich, müssen wir nicht zeigen. Es ging, aber es war schon unterschiedlich. Ja. Aber die messen auch wieder mit unterschiedlichen Verfahren wohl noch. Mhm. Wurde auch dazu geschrieben. Aber dementsprechend... Ja, aber das ist doch egal, ob ich jetzt die Temperatur elektronisch oder mit der Quecksilbersäule messe. Die Temperatur sollte gleich sein. Da hinten steht ein Mediziner, Mirko. Ich will ja nachher wissen, hat der Patient Fieber oder hat er kein Fieber? Ja. Wie das der Arzt rauskriegt, ist ja am Ende scheißegal. Und das ist im Prinzip das. In den letzten Jahren hat sich das alles wieder beruhigt. Zum Glück haben sich 2 Diskussionen beruhigt. Einmal Gasdruck, weil der am Koi-Teichen eigentlich... in 99,99999% aller Fälle keine Rolle spielt. Ja. Und deshalb sollten sich 99,99999% aller Koi-Liebhaber nicht verrückt machen mit etwas, womit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für ihren Teich keine Relevanz hat. Und sollte es Relevanz haben, ist der Nachweis so gigantisch schwer, dass es eigentlich in der Regel gar nicht möglich ist. Und die 2. Diskussion ist die Bakteriologie, wo dann einfach irgendwelche Leute an irgendwelche Institute ihre Wasserproben geschickt haben. Dann haben sie von den Bakterien so viel, von denen so viel, von denen so viel, von denen so viel. Unten steht überall kritisch, 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 überkritisch, superkritisch, ganz kritisch. Jeder, der wissen will, wie unzuverlässig diese Bestimmungen sind und wie nichtssagend, weil auch selbst wenn der Wert stimmt, ist es nichtssagend, weil es sich permanent im System auch wieder verändert. Nehmen Sie 2 Flaschen, packen sie zur gleichen Zeit ein, kühlen sie auf gleiche Weise, schicken sie es ans gleiche Labor, lassen von beiden Flaschen das bestimmen und sie werden auch da 2 komplett unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Also das ist wirklich Makulatur. Und ich weiß von Freunden, die in der Wissenschaft tätig sind, von diesen Keimzahlbestimmungen, Keimzahlzählungen, wie man da immer sagt, Keimzählung, ist man schon lange in vielen Bereichen komplett weg. So,
Und das ist auch gut so. Und auch dein Bestand, der ja als kritisch betrachtet wurde, dein Wasser, gell? Beim Umsetzen, sie lagen alle, ich dachte auch, um Gottes Willen. Ja, aber du hast 20 Jahre nichts gehabt und auf einmal geht's los. Hast du mit Salz dann gearbeitet? Aufgesalzen, nachdem und wir bei dir waren, nach einem Gespräch auch. Und hat das geholfen? Auf 0,5 aufgesalzen, wie gesagt, dann die Wärmepumpe. Und dann kann man also als du bei uns, ich kann mich jetzt nicht an jedes Gespräch erinnern. August eingesetzt, im September waren wir bei dir, da hatten wir das Gespräch. Da war die Abdeckung schon bestellt, die kam 2 Wochen später. Und dann kam gleich der Umbau mit der Wärmepumpe. Okay, und das Aufsalzen, wie viel hat das geholfen bei dir? Die Fische waren erstmal wieder ruhig und sie waren auch ein paar Tage später so, dass sie wieder lebendig wurden. Also sie haben sich wohlgefühlt. So, danke. Das hat er mir vorher jetzt gerade auch noch gar nicht erzählt. Salz, Salz, Salz. Ja. Nicht immer und nicht im Überschuss und nicht als immer doch als Prävention dann, wenn Fische vergesellschaftet werden. Aber nicht jetzt einfach aus Jux und Dollerei, weil ich jetzt denke, es ist nichts, was nicht kaputt ist, wird nicht repariert, was nicht krank ist, wird nicht behandelt. Aber Salz ist in so vielerlei Hinsicht, gerade umsetzen, Fische sind schlapp, sie sind kaputt, sonst irgendwas. Was da physiologisch Positives alles passiert, also ich kann nicht verstehen, warum zum Teil auch noch Tierärzte da draußen rumrennen und sagen, Salz hat nichts in den Keutaien zu tun. Das ist, also für mich noch weniger nachvollziehbar wie Leute, die Filterstarter verkaufen. Und das war jetzt, wie gesagt, bis Februar, März nachher schön peu à peu runter durch Wasserwechsel und nachfüllen. Und ich hatte jetzt noch 0,1 und wir sind jetzt wieder auf 0,5 hoch. Also ich kann dir nur sagen, Rüdiger, auch wenn beim Filter wir da vielleicht die ein oder andere Kritik geäußert haben, weil der Filter einfach für das, was du heute machst und zum Einfahren lassen und allem, ist das alles noch okay. Aber er hat gerade schon gefragt, ob wir Michael Rupp nicht mal bitten könnten, ob er mal hier vorbeikommt, dass man die Erweiterung des Filters plant. Da sind wir noch ein bisschen zu schwach aufgestellt, aber was du mit deinen Fischen gemacht hast, mit dem Abdecken, mit dem Heizen, mit dem Salz, mit der Futtermenge, mit allem, Chapeau, 100 Punkte, da hast du aber nicht den geringsten Fehler gemacht. Und so sehen aber auch deine Fische hier aus. Ja? Das darf man nicht vergessen, das ist ein Bestand, der ist einfach nur schön. So, und jetzt brauchen wir haben noch keinen Glanz auf dem Wasser, da fehlt die biologische Wasseraufbereitung. Einfach geil. Es ist ein Phänomenteich. Wie viel Phosphat hast du immer gemessen, dass du hast? Muss ich jetzt lügen? Vorher hast du mich angelogen, hast 0,1 gesagt. 0,10. Da hat er gelogen, weil mein Photometer hat 0,0000 gar nichts gezeigt. Okay. Und ich habe erst habe ich gedacht, scheiße, manchmal, also ich oft, bei Tim manchmal macht man auch das Ding falsch an. Ja. Und dann kommt nichts dabei raus, dann färbt sich's nicht um. Aber ich habe das als letztes gemacht und ich wusste, es ist richtig. Es ist kein Phosphat bei dir im Wasser. Okay. So wie wir es in der Schweiz schon ein paar Mal erlebt haben und hier und da. Aber als ich dich dann gefragt habe, du hast gesagt 0,1, was um 0,1 falsch war. Du machst ja das mit den normalen Tröpfchen. Spaß. War mir klar, in dem Wasser ist kein Phosphat. Und es wachsen auch wirklich Algen nur ganz mäßig. Flausen oder Flusen am Rand. Flausen. Ja. Nee, das ist sensationell. Dein pH, du hast gesagt 7,6. 7,6, 7,8 war immer. Weil du gefüttert hast, jetzt 8,2. Weil nicht gefüttert wurde, auch normal Sauerstoff bei 8. Auch normal nicht gefüttert, der kann dann wahrscheinlich schon auch mal auf 7 runtergehen. Der war sonst an die 10 ran, ja. 9, noch was. Bei 22 Grad? Ja. Nee. Kann auch nicht sein. Kann so wenig sein wie deine Pumpenleistung. Wenn du in so einem Becken so viel Fische und dann bei 22 Grad... Werf diese verschissenen, Entschuldigung, Tröpfchentests mit weg. Sauerstoff weg. Arthur Ali, haben die sie früher in einer kleinen Innenhälterung, haben die mehr Fisch als Wasser drin gehabt, 3 Heizstäbe, dann Konishi-Futter obendrauf und haben sich gefreut, dass sie immer Sauerstoff 10 hatten. Und 11 und gestern war sogar 12. Das ist das. Verbraucherschutz lässt grüßen. Wirklich? Das wäre aber wahrscheinlich eher was für ein Peter, der dann mal einen Tierschutz mit angreift. Nee, es ist mir ein Rätsel, wie man sowas verkaufen kann. Ja, ja. Weißt du, aber die Leute haben kein Gefühl dafür. Man kann es ja nicht, wenn man davon keine Ahnung hat, kann man es ja nicht plausibilisieren, was ist möglich. Und WTW kommt für mich nie in Frage, das ist eine Nummer zu heftig. Nein, du musst einfach belüften und du hast 3 Belüfterpumpen. Und also sauerstoffmäßig würde ich hier ein bisschen von der Belüftung ein bisschen zulegen, insbesondere wenn die Temperatur noch hochgehen. Ja. Das da sieht viel aus, ist aber, wenn man so seitlich reinguckt,
ist nicht wirklich viel. Und es ist bei 22 Grad, bei ausgenüchterten Koi, auch nicht viel, wenn wir 8 messen. Mhm. Ja? Okay. Wenn wir jetzt Futter reinwerfen würden und messen, dann das WTW-Gerät ist für dich overpaced. Ja. Das ist für die meisten overpaced, da bin ich ganz bei dir. Drum baut euch ein Setup auf, was einfach passt. Wie viel Wasserwechsel machst du in der Woche? Also allein durch den Filter, wie gesagt, sind es 600 Liter, was ich am Tage. Der füllt zweimal 1 cm auf. Sind 4 Kubik. Und dann kann ich da vorne das Rohr einmal wegnehmen und dann nehme ich einmal samstags, wie gesagt, nochmal 10 cm raus. Okay. Und das bei 3x6. Ja. Also, das wird dann das wahrscheinlich passen. Bei der jetzigen Futtermenge ausreichen. Dann haben wir Ammonium, ist nichts drin. Ammonium verstoffwechselt sich auch schnell, kann nicht viel drin sein. Nitrit war bei 0,07, da kann man jetzt drüber streiten. Wir sind natürlich weit unterm Grenzwert. Ja, ich hatte 0,5, ja. Aber auch bei einer Anlage, wo nicht gefüttert wurde, seit wann fütterst du nicht? Seit 2 Tage. Seit 2 Tagen ist nicht gefüttert worden. Also es heißt, so ein Grundnitrit persistiert im System weiter. Ja. Und da sprechen wir halt jetzt einfach über eine größere Biologie. Es gibt so Teiche, es gibt so Phänomene, die gehen auch nicht unter 0,1. Nur der liebe Gott weiß warum. Nur der liebe Gott ins Timmele, aber Timmele verrät es nicht. da lacht der Timmy. Ja, die gehen einfach nicht runter, das ist ein Phänomen. Aber in der Regel kann man die Spuren durch Erhöhung der Wasseraustauschrate, aber da brauchen wir hier nicht mehr weiter dran arbeiten, oder halt dann Vergrößerung der Biologie. Des Biologievolumens. Und von 400 Liter, also von 1,5%, wenn wir auf 10% gehen, verspreche ich dir, dann passiert da extrem viel. Qualitativ dein hochwertigster Fisch momentan ist der Goschki, das ist ein Hammer. Aber war ich jetzt. Wirklich gut. Nee, aber ansonsten war jetzt mal wieder interessant, über die Wasserchemie zu sprechen an so einem Teich. pH-Wert war, er hat 7,6, wir hatten 8,2 gemessen. Tim hat gerade gefragt, das hatten wir zwischen vorher 7,6, 7,8 hatte ich, ja. Genau, 7,6, 7,8, wir 8,2, aber die Fische sind nicht gefüttert. Und wenn sie nicht gefüttert sind, und deshalb, man muss eigentlich, wann bewertet man ein Rennauto, wenn es in der Garage steht oder wenn es auf dem Ring, auf der Strecke ist und performt. Man guckt sich es an, wie schnell kühlt es ab, ja. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wir messen morgens, um zu sehen, wie schnell hat sich das oder wie stark hat sich das Rennauto über Nacht abgekühlt. Aber dann müssen wir auch wirklich mal im Tagesverlauf, abends kurz vor Sonnenuntergang, schauen, was ist passiert. Eine Stunde nach der letzten Fütterung mal messen, Sauerstoff, pH, Ammonium, Nitrit. Mhm. Und dann kriegen wir ein Gefühl dafür, was so eine Anlage wirklich kann. So. Du hast uns im vorvorangegangenen Blog noch gesagt, da passiert nichts. Wir haben gesehen, da ist abgedeckt. Und wenn sie jetzt springen, schaffen sie sogar den Move in den Keller rein. Sollte auflassen, hast du gesagt. Aber weißt du, das, die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie zwischenzeitlich erzählt habe, da waren wir blocken beim, wie heißt der, wo das Haus gebrannt hat? Tobias. Und das, die Geschichte habe ich vergessen zu erzählen, der hat sein Trommelfilter in der Kammer gehabt, da hat er rechts und links und so überall nur so ganz wenig Spalte, Platz gehabt, ja. Spalt gehabt. Dann ist einer seiner kleinen Fische ins Kimmer, in Trommelfilter. Dann hat er den da gemacht, getan und wie er ihn gerade rausholen wollen, springt er in den Spalt da rein, unter den Trommelfilter. So, und nun dürfen Sie alle raten, wie Tobias diesen Fisch da rausgekriegt hat. Also von den Umstehenden hat keiner eine Idee. Er hat einfach die gesamte Kammer geflutet. Und hochtreiben lassen. Dann ist er wieder rumgeschwommen, der Kleine. Dann hat er ihn irgendwo gekriegt. Aber auf die Idee muss man in dem Moment erstmal kommen. Also bei mir wäre nachher der Trommelfilter irgendwie rausgerissen gewesen. Da wären dann von Wasser aus dem Wasser ein. Wahrscheinlich wären nachher noch viel mehr Fische drin. So. Also, du musst an deinem Ziel arbeiten. Auf jeden Fall. Nee, du musst dein Ziel erstmal verändern. Deine Futtermenge muss auf bei dem Bestand mindestens 600 bis 800 Gramm am Tag hoch. Weil nur da auf 300 Gramm rumdümpeln, dann entwickeln die sich auch nicht gut. Gut, da haben wir von 22, jetzt sind 32. 2 sollen, wie gesagt, raus, dass wir auf 30 Fische nachher kommen. Und dann
schauen. Also vorher hat uns Rüdinger gebeten, wir sollen doch sagen, welche 2, 3 Fische da noch raus können. Dann haben wir gesagt, das machen wir grundsätzlich nicht, weil wir treffen immer genau die, die dann von den Frauen, den Kindern, von den Hunden am meisten gemögt werden oder von den Besitzern selber. Wir machen nur einen Vorschlag, alles was nicht Konische ist, raus. Dann ist das. Rüdiger, vielen, vielen Dank. Okay. Jetzt haben wir Danke sogar auch. Noch Sonne, im Genick wird es langsam warm. Es war trotzdem ein toller Block und Bloggen ist kein Ponyreiten, wenn man es mit so einem Thema zu tun hat. Wir haben uns hier wohlgefühlt und wir werden auch nicht zum letzten Mal da gewesen sein. Machen Sie es gut, machst du gut, mit deiner Frau gut und ja, bis dann. Ciao.